Heute ist es passiert. Wir haben einen weiteren Heist in GTA Online bekommen. Wir haben ein neues Fahrzeug bekommen, den Cyper. Ein wirklich sehr gehypter BMW, der endlich ins Spiel gekommen ist. Und vieles mehr. Also Freunde, ihr merkt, wir haben eine Menge zu besprechen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, eben schon gesagt, wir haben eine Menge zu besprechen, deswegen würde ich sagen, wir verlieren auch gar keine Zeit, sondern starten direkt rein in das Video. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich nochmal bedanken. Und zwar hat Elgato mir ein weiteres Produkt zugeschickt, und zwar das Wave XLR. Für alle Leute, die am PC spielen und eben ein Mikrofon verwenden, was nicht einen USB-Stecker hat, die brauchen ja so ein kleines Mischpult-Interface. Und Elgato, meine wirklich Streaming-Lieblingsfirma überhaupt, die haben so geile Produkte, wenn ihr selber Streamer seid oder YouTube machen wollt. Und haben jetzt eben auch solch ein Wave XLR rausgebracht. Das Ding ist nicht nur mega nice, sieht mega schön aus, sondern funktioniert es auch wunderbar. Ihr hört es ja selber den Ton. Und wenn ihr überlegt, wie es vorher aussah hier mit meinem alten Interface, das Kabel nach vorne raus, das Ding auch nicht wirklich schön und so weiter und so fort. Jetzt habe ich hier das Wave XLR. Es sieht mega cool aus, es klingt super. Und ihr habt mit der neuen Wave Software auch die Möglichkeit, eure gesamte Audiospuren von OBS, von Spotify, von Discord und so weiter und so fort zu regeln, endlich mal richtig zu sortieren und zu steuern. Wenn du also Streamer bist, beziehungsweise YouTube machen möchtest, dann schau auf jeden Fall mal bei Elgato vorbei. Die haben wirklich so geile Produkte, und wenn ich darauf nicht schwören würde, dann hätte ich auch nicht hier ein Stream Deck rumstehen, diese Keylights, die Wave Panels, jetzt das Teil, die Elgato und, also Freunde, ich glaube, es spricht einfach für sich. Da brauche ich gar nicht mehr zu begründen. Also Leute, Link ist in der Beschreibung, checkt Elgato auf jeden Fall sehr gerne ab. Okay, jetzt aber genug gelabert, lass uns direkt durchstarten. Wie schon gesagt, ist heute der Cyper neu ins Spiel gekommen. Er kostet uns zwischen 1,2 und 1,6 Millionen GTA-Dollar. Er basiert wahrscheinlich auf einem BMW M2, auch wenn sich hier wieder die Kommentare streiten werden. Mich persönlich erinnert das Ding am meisten an einen M2. Manche sagen auch, es wäre ein M3. Aber so genau kann man das in GTA gar nicht sagen, denn die Autos in GTA sind meistens eine Mischung aus verschiedenen Real-Life-Fahrzeugen. Ich persönlich feiere die Karre extrem. Es ist mal wieder ein Auto, mit dem wir keine Rennen gewinnen, aber es ist einfach ein Auto, was sehr ähnlich aussieht wie ein Real-Life-Fahrzeug. Es ist einfach ein Auto, wo man erkennt, was es ist. Wir haben ja eine Menge Autos in GTA, wo man ja schon erkennt, was es sein soll, aber es ist doch sehr abgewandelt. Hier, genauso wie zum Beispiel bei den neuen Audis, die mit den letzten Updates ins Spiel gekommen sind, sieht man, dass Rockstar Games etwas mehr in die Richtung rückt, möglichst nah und detailliert an den realen Fahrzeugen zu sein, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Auch das Tuning ist ganz nice, wer sich für das Tuning interessiert. Am Ende von diesem Video gibt es wie immer ein Tuning-Gameplay. Das ist aber nicht das Einzige, was heute neu ins Spiel gekommen ist, denn wir haben heute auch einen neuen, weiteren Heist bekommen. Und zwar den The Union Depository Heist. Dieser ist jetzt verfügbar in eurer Werkstatt. Wir bekommen sogar doppelt Geld und doppelt RP auf alle dieser Mini-Heists. Und Freunde, wir werden natürlich, wie immer, wenn es solch einen neuen Content gibt, das Ganze auch live streamen. Wir sind heute ab 17 Uhr live hier auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Insofern schalt auf jeden Fall ein, stell dir jetzt einen Wecker, dass du um 17 Uhr mit dabei bist. Es wird wieder ein mega nicer Stream und den willst du nicht verpassen. Also sei dabei, 17 Uhr hier auf YouTube, wir werden diesen Heist testen und ich werde euch den ein oder anderen Trick dazu noch verraten. Und für alle, die sich jetzt denken, okay, wir haben den Cyper, wir haben Heist, ja, aber was fehlt denn da noch? Naja, natürlich der ganze kostenlose Content, und der hat es diese Woche in sich, denn den Cyper, den wir heute neu ins Spiel bekommen haben, können wir direkt gratis bekommen. Das geht ganz einfach, denn er ist im Moment als Preisfahrzeug im LSK-Miet vorhanden. Hier müssen wir einfach nur erster Platz in 5 Street-Rennen werden und schon haben wir das Ding kostenlos freigeschaltet. Also einfacher geht's wirklich nicht. Außerdem gibt es natürlich auch ein neues Podiumsfahrzeug, und zwar wäre das der Landstalker XL. Ansonsten gibt es aber auch noch Geschenke, und zwar wenn wir uns einfach diese Woche einmal in GTA Online einloggen, erhalten wir die negative Speed Demon Lackierung für den neuen Cyper. Was gibt es heute sonst noch Neues? Naja, wir haben neue Testfahrzeuge, zum Beispiel den Dominator GTT,
den Previan oder auch den Cyper. Und Freunde, aktuell läuft ja noch diese Schatzsuche mit dem Piraten-Outfit. Ich hatte da bereits ein Video zu gemacht vor ein paar Tagen und ich poste seitdem jeden Tag auf Instagram die aktuelle Location. Denn jeden Tag gibt es eine andere Location, zu der ihr hin müsst, und welche das gerade ist, poste ich, wie gesagt, immer auf Instagram. Wenn du also noch die heutige Location wissen möchtest, geh einmal auf Instagram rüber, dort heiße ich Julex_YT, schau in meine Story und schon weißt du Bescheid. Kommen wir als nächstes mal zu den Rabatten für diese Woche. Und zwar erhalten wir 20% Rabatt auf alle Autowerkstätten sowie 40% Rabatt auf das bewaffnete Dingi für jetzt 1,1 Millionen, das unnötigste Boot in ganz GTA, aber das nur am Rande. Auf den Emerus für jetzt 1,7 Millionen, den Italy RSX für jetzt zwischen 1,6 und 2 Millionen, auf den Krieger für jetzt 1,7 Millionen und auf die Tula, denn diese kostet jetzt nur noch 2,3 bis 3 Millionen. 30% Rabatt gibt es außerdem noch auf den Jester RR für jetzt zwischen 1 und 1,4 Millionen GTA-Dollar. Wenn ich euch von diesem ganzen Krempel was empfehlen darf, dann ist es auf jeden Fall der Krieger. Er ist mit der beste Supersportwagen in ganz GTA Online für 1,7 Millionen mit 40% Rabatt. Billiger wird er jetzt erstmal vermutlich nicht werden. Also wenn ihr den noch nicht habt, jetzt solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ja, Freunde, und das war jetzt im Prinzip auch schon das gesamte neue Video. Ich meine, insgesamt müsst ihr euch nur drei Sachen merken. Nummer eins ist, Krieger kaufen, wenn ihr es nicht schon habt. Dann zweite Sache, Cyper nicht unbedingt kaufen, denn wir bekommen den jetzt auch gratis als Preisfahrzeug, was ziemlich ehrenhaft ist von Rockstar Games. Und dritte Sache ist, stellt euch einen Wecker auf 17 Uhr und seid im Livestream später auf jeden Fall mit am Start. Nun gut, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Tuning Gameplay gibt's jetzt noch. Macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Trying hard to keeping up with the Joneses. Every thought is kind of trouble and purpose. All right. For the biggest, that's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. Man, this a ticket talking Mazda for the biggest, that's a comma and a comma and a comma. Gotta